Bisschen aufräumen. Kleiner Apfel, einen kann man ja lassen von den kleinen Äpfeln. Fähigkeitsschal. Passt. Genug gelagert. Wir müssen in den Tumultwald. U1. Levelaufstieg, was haben wir jetzt? Pfiffchen Level 37. Mein Level ist gestiegen. Und Gähner. Gähner ist besser als Itemsperre. Gegner einschlafen lassen ist immer gut. Egal auf welche Art und Weise. U2. Ja, okay. Kastanie? Ja. Zermurzel hatten wir auch noch nicht. Oh Gott. Monsterräume. Monsterräume sind gefährliche Räume, in denen viele Gegner erscheinen. Da sie zudem mit Fallen bespickt sind, ist dort äußerst Vorsicht geboten. Wenn du einen Monsterraum findest, solltest du Ruhe bewahren und dir überlegen, ob du nicht lieber sofort wiederkehrt machst. Nee, das ist eine Kastanie. Lol. Ja, wow. Jemand um Hilfe bitten. Ja.
können uns ja selber retten. Jetzt mal alles lagern. Wir machen es einfach mal andersrum. So, machen wir es jetzt einfach mal. Ups, wollte eigentlich rein. Schlag. Gut, wir können natürlich hier jetzt noch mal eine Kastanie so sammeln, ne? Komm, verschwinde. Und jetzt muss ich ja noch weiter. Tumult U2. Tumult Wald natürlich.
Nee. Ich denke, das reicht für heute. Lasst uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Sebastian. Bringen wir den Menke. Ja. Klonk. Habe ich eigentlich Kastanien? Ja, die habe ich, die Kastanien. Okay, na dann hier. Kastanien-Action. Und so sitzen die Menki. Ja, genau. Und endlich war die Basis fertig. Schlief, endlich ist der Tag gekommen. Sebastian, es ist, endlich ist es vollbracht, die Basis von Team Fun. Wow, total cool. Sogar der Briefkasten. Null. Fast schon zu cool, um wahr zu sein. Und die Ähnlichkeit des Designs mit dir setzt dem Ganzen das Sahnehäubchen auf. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Genau. Schnief, ich danke euch allen. Hört mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retterteambasis fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine geschälten Kastanien mehr bekommen? Ja, ihr sollt vielleicht... Ich stell vielleicht Fragen, das liegt doch auf der Hand, oder? Schließlich muss ja jetzt nicht mehr an der Basis herumgebaut werden. Vielen Dank für alles, liebe Mackie. Massenraserei! Was ist denn jetzt kaputt? Oh nein. Ey, tickt ihr noch ganz sauber? Hört auf damit. Mit vereinten Kräften gelang es, die wild gewordene Menki zu stoppen und die Basis vor größerem Schaden zu bewahren. Die Menki schlugen nach dem Erhalt weiterer Kastanien mildere Töne an und kehrten rasch in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis doch noch ein persönliches Ende nahm. Am nächsten Morgen. Ui, auch innen ist jetzt auch einmal anders. Mit einer Karte. War die schon vorher da? Ist mir nie aufgefallen. Falls ja, dann war auch vorher schon eine da. Ist mir aber nie aufgefallen. Morgen, Sebastian. Auch am nächsten Tag sieht die Basis immer noch so genial aus wie tags zuvor. Sie wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Irgendwie bin ich so richtig beschwingt. Hängen wir uns auch heute wieder richtig rein in unsere Arbeit als Retterteam. Klonk. Mal vor, wir hätten kein Hydropie am Anfang genommen. Dann wäre das jetzt kein Hydropie. So. Dann machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Donnerberg. Machen wir jetzt aber mit den dreien. E1. Skorkler, okay.
Levelaufstieg. Sebastian Level 26. Nicht schlecht, mein Level ist gestiegen. So, weiter. Münzen, Münzen. So, E2. Strauchler. So, E3. Da gibt's Paras. Müssen wir retten. Gut. Danke, komm später, ja, Philipperpost. Nein, wir machen weiter. E4. Quapsel. So, gut. Haben wir noch nicht. Nehmen wir mit. Man müsste selbst aus dem Weg räumen. Wenn ich hier nicht vorbeikomme, ist doof. Aber das hat funktioniert.
Wie nun? Nein. Level 30 für Absol. Na also, mein Level ist gestiegen. Hier ist nix, okay. Muss ja auch nicht auf jeder Etage, Ebene was sein. Ebene. Ui. Die Trendflasche von Sonnenkern gibt's hier. Okay. Ach, da ist wieder ein Gegner. Bam. Noch einen Apfel am besten. Klein. Ist halt wirklich nur ein kleiner. So, da ist die Trendflasche. Wir haben eine Falle aufgedeckt. Yippee-yay, Schweinebacke. Oh, Pandimos. Hey, was brauch es? Achso, Skorkler. Ja, jetzt rennt doch nicht alle dahin. Ja. Jetzt muss ich hier noch Teamtauschen machen oder was? Das überhaupt? Wenn nur die Infotafeln ansehen.
So, jetzt? Ah, okay, so geht's. Meine Güte. Wenn Pokémon neben andere Pokémon stehen müssen. Weg. Wir sind durch. Yeneko hat alle Aufträge im Dungeon Donnerberg erfolgreich abgeschlossen. Damhöplex. Tüsker. Skorgler. Und das war's. So, jetzt kriegen wir natürlich wieder Punkte. Ist natürlich gut. Wir müssen ja den Rang auch aufsteigen. Rettungspunkte. Yeah. Und, Silberrang. Yeah. 14 verfügbare Plätze im Camp. 32 annehmbare Aufträge. Das ist gut, weil das war jetzt nervig zum Schluss. 5 zusammenstellbare Teams und 48 Platz in der Sammelbox. Leberorb, okay. Citrobeere. Trainingssamen, Nebulivana, Trainingssamen, okay. Teilerei. Jo, das reicht. Wir machen Feierabend. Am nächsten Morgen. Kein Traum, okay. Guten Morgen, Sebastian. Geben wir heute wieder alles mit Post. Klonk. Und zwar genau jetzt. Tumultwald. Es gibt auch Dinge im Tumultwald. So, waren wir denn noch viele Aufgaben? Im Stahlberg haben wir 4. Können wir übrigens wirklich mehrere Teams zusammenstellen. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Ja, mal wieder nach Level gehen. Sollte es auch Sinn machen, alles da ergeben. Hier Porenta irgendwo. Wo haben wir denn Porenta? Da 43.